PSV-TV online aus dem Kalmiler Berufskolleg, leider heute vor der Tür. Lieber Björn, ein kurzes Fazit zum Spiel, das der erste TTC Postsportverein Gütersloh 9:3 gewonnen hat. Erstmal muss ich mich nochmal bei den Leuten aus Oelde entschuldigen für meine Wortwahl, die ich da gewählt habe. Das war natürlich nicht so gemeint. Nicht, dass ich jetzt ganz Oelde auf mich gehetzt habe. Sorry für die Wortwahl. War ein harter Sieg. Ich habe heute mein erstes Einzel verloren, was ich mir eigentlich schon vorher gedacht habe, gegen Wolf Hochsprung, der beide Spiele gewonnen hat für Iselhorst. Und ich bin glücklich, dass wir gewonnen haben und vor allem mit meinem Freund Christian aus der dritten Kreisklasse das Doppel zu Null. Ja. Wunderbar, Björn. Einmal kurz jetzt noch ein Resümee, jetzt kurz vor den Herbstferien. Wir haben ja 2 Wochen Pause und einen kleinen Ausblick dafür, was nach den Herbstferien kommt, bis zum Ende der Halbserie. Die dicken Spiele, sag ich mal, die ganz schwierigen Spiele kommen alle im November gegen Wiedenbrück 3, Spexhardt 4 und Oelde 3, was man jetzt schon in der Tabelle sieht. Ich hoffe, dass wir bis dahin die Leistung, die wir jetzt abliefern, genauso abliefern, weil diese Spiele müssen wir gewinnen, sonst werden wir nächstes Jahr leider nochmal in dieser Liga spielen, was ich eigentlich nicht möchte. Wunderbar, das ist doch ein schöner Schlusssatz. Nach dem Spiel ist? Vor dem Spiel.